Kirby will einfach nur schlafen, aber Elfilin will Abenteuer erleben. Also wenn Kirby nicht bald ins Bett geht, könnte etwas Schreckliches passieren. Kirby, 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 komm schnell, wir müssen die Mondscheinkluft erkunden. Aber ich bin so müde. Ich will einfach nur ins Bett. Nein, Kirby, komm, da gibt's tolle Schätze zu entdecken. Kann ich mir nicht erst einen grünen Tee machen? Nein, Kirby, komm schnell! Ja, okay, dann reisen wir los. Mondscheinkluft. Wir kommen. Aber ein bisschen müde bin ich schon. Ich könnte jetzt direkt auf der Stelle einschlafen. Na gut, wollen wir doch mal sehen, was wir hier alles entdecken können. Alles für Elfilin. Gibt es hier irgendwo besondere Schätze? Boah, Vorsicht. Hey, ich habe keine Lust zu kämpfen. Und auch nicht, meine Fähigkeiten einzusetzen. Da ich einfach nur müde bin. Boah, fast wäre ich runtergefallen. Ach, Herr Jemini, nein. Uiuiui. Die werfen ja mit Stein nach mir. Ich muss hier schnell weg. Ist da irgendwie ein besonderer Schatz? Och, Elfilin, hier gibt es doch nichts. Nur ein altes Poster von mir. Vielleicht da drin in der Mine. Ach, herrje. Hier ist so schön dunkel. Hier könnte man gut schlafen. Aber ohne Glühbirne kommen wir hier wohl nicht durch. Dann wollen wir doch mal sehen, ob es hier einen besonderen Weg nach draußen gibt. Oder noch besser, einen Weg zu einem besonderen Schatz. Hier vielleicht? Achtung! Da öffnet sich die Tür! Elfilin, glaubst du, dass es hier irgendwo in der Mine Schätze gibt? Ja, ganz bestimmt, Kirby! Lauf weiter! Gemeinsam finden wir schon was! Ich liebe es, mit dir auf Abenteuerreise zu sein! Ja, ich auch, aber... Trotzdem muss ich die ganze Zeit gähnen und bin einfach nur müde. Hilfe! Hey, schau mich nicht so an. Bloß weg hier. Dieses komische Auge hat mich verfolgt. Ach, Herr Jemini. Bin ich hier überhaupt noch richtig? Oh, da oben ist ein Fläschchen. Ein bisschen Milch mit Honig. Genau das richtige Getränk, um schlafen zu gehen. Hey, aber... wer bist du denn? Warum verfolgst du mich? Hilfe! Hilfe! Los, Kirby! Ach, Elfilin, der jagt mich. Ich kann nicht in Ruhe schlafen. Jetzt wird auch nicht geschlafen. Wir suchen nach Schätzen. Ja, okay. Hier gibt es Kanonen mit Feuerbällen. Aber denen kann man ja ganz einfach ausweichen. Das ist kein Problem für uns. Das gleiche machen wir hier. Moment mal, vielleicht gibt es hinter der Kanone irgendetwas. Können wir schlafen gehen? Kirby, nein, hör jetzt auf, immer müde zu sein. Wir wollen jetzt Abenteuer erleben. Ja, das stimmt, aber ich brauche auch mindestens 8 Stunden Schlaf, damit ich wieder fit für neue Abenteuer bin. Fit für den nächsten Tag. Und ich habe jetzt nur 6 Stunden geschlafen. Weißt du, wie ungesund das ist? Ach, komm schon, Kirby, bitte. Ja, okay. Aber irgendwie gibt es hier in der Mine keine Schätze. Oh, wow. Vor uns ist einfach der Weg kaputt gegangen. Hier auf der rechten Seite. Okay. Einmal hier durch. Und dann nach links. Und dann auch, oh nee. Okay, jetzt machen wir hier das Lämpchen an. Und schauen mal, was ist. Oh, Schätze. Hey, Elfilin. Können wir jetzt nach Hause und ins Bett? Ich bin müde. Kirby, weiter. Aber guck mal. Elfilin, schau mal. Es ist schon dunkel. Und wenn es draußen dunkel wird, ist höchste Zeit, schlafen zu gehen. Ich bin nicht mal so schnell und so agil.
Ich bin einfach nur müde. Also, wenn das so weitergeht, dann schlafe ich einfach auf der Stelle. Nein, Kirby, das ist viel zu gefährlich. Hier sind überall Gegner. Du kannst hier nicht einfach ins Bett und schlafen. Ja, mag sein, aber... Aber ich bin einfach zu müde. Also, Elfilin, mach, was du willst. Aber weißt du... Ich leg mich jetzt schlafen. Ja, Elfilin, morgen erleben wir tolle Abenteuer. Kirby, wach auf, du träumst, du schläfst. So schön, kuschelig in meiner Decke. Kirby, wach endlich auf. Du wirst ständig fortbewegt, ohne es zu merken. Ich bin ja gleich wach. Ey, was ist denn jetzt los? Kirby, ich hab doch gesagt, befrei dich und wach endlich auf. Aber, wow, ich bin noch so müde. Warum bin ich jetzt plötzlich bei Gorillas? Wir waren doch in der Mondscheinkluft. Ja, Kirby, aber du bist eingeschlafen. Und das Wasser hat dich auch weggespült. Ich leg mich noch mal hin. Au! Okay, jetzt reicht's mir aber. Genug geschlafen. Gorillas, warum tust du das? Wow! Tut mir leid, Elfilin, dass ich eingeschlafen bin. Nein, Kirby, mir tut es leid. Du brauchst deinen Schlaf. Wir hätten unser Abenteuer einfach um einen Tag verschieben können. Gib alles, Kirby. Wow, das war knapp. Achtung, Gorillas greift nochmal an. Uiuiui. Na warte, nimm die Sterne. Uiuiui. Und noch einmal. Na, hast du schon genug? Oh oh. Ich glaube, der macht jetzt ernst. Und? Was macht er denn da? Oh, 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 nein. Los, weg hier. Uiu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 i. Einfach wegspringen. Oh, knappe Kiste. Gleich mal einen Stern holen und zack, wieder erwischt. Wow, bloß weg da. Oh, oh, jetzt gibt es Bodenwellen. Bloß nicht treffen lassen. Okay, ich schnapp mir... Oh nein, die Sterne sind auch schon wieder weg. Ohne Sterne kann ich Gorillas nicht besiegen. Jetzt sind da wieder ein paar. Und zack. Na warte, Gorillas, das Spielchen ist vorbei. Muss das wirklich sein? Ich leg mich erstmal schlafen. Ich will auch schlafen. Mir fehlt so viel Schlaf. Okay, Elfilin, wir haben es gemeistert, aber darf ich danach wieder schlafen? Ja, Kirby, das hast du dir verdient. Schlaf bitte, solange du willst. Ja, das werde ich. Erstmal holen wir den Schatz. Wir haben es geschafft, Elfilin. Aber jetzt will ich sagen, Zeit ins Bett zu gehen. So schön kuschelig. Hey, guten Morgen, Kirby. Geht's dir gut? So ein bisschen müde bin ich immer noch. Wirklich? Du hast aber 12 Stunden geschlafen. Ja, aber so ein kleines bisschen müsste ich noch. Aber Kirby, gehen wir jetzt auf Abenteuer? Bitte. Nein, ich will noch mal ein bisschen schlafen. Aber dann geh doch zurück ins Haus. Ja, aber... Oh, guck mal. Das ist ein schöner Ort. Gute Nacht zusammen. Hey, schlaf doch nicht auf dem Tisch. Oh nein, die armen Waddledees. Tut mir leid, Freunde. Und das war eine Kirby-Kurzgeschichte. Bleibt katztastisch.